Dankeschön. Gleich seht ihr auf dem Bild. Ich muss mich erst nicht hinsetzen. Moment. Mit Bild und Farbe und durcheinander Haar, aber egal. Ey, da kommt kleine Strähne, so, ja, irgendwie so und den Rest nach hinten. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen bei Frögelhausen. Ich bin eure Dagula und wir, das ist ein spontaner Stream, weil es ja Montag ausgefallen ist. Am Dienstag habe ich es nicht nachgeholt, gestern auch nicht. Mittwochs war ja unser normaler Streamtag und jetzt hole ich es heute einfach nach. Gucken wir mal, dass wir in Phasmo noch ein paar Sachen kriegen. Und ihr wisst ja, wenn Lip, unser liebes Chat-Mitglied Lip wieder um die Ecke kommt, heißt es leider, dass wir wieder Feierabend haben. Aber das war ja letztes Mal ja Mittwoch so. Da ist man so, oh, bist du wieder da? Ich so, ja. Und ich sag tschüss. So, ich starte schon mal das Spiel. Kommen wir ein bisschen rein. Also man sieht, ich kriege meine Augen nicht auf. Oh nee, heute mache ich einen kurzen Arbeitstag, nur 6 Stunden, deshalb fange ich jetzt erst an. Fange ich heute an zu streamen von 6 bis 9. Ich habe überlegt, das auch im Titel reinzuschreiben, aber irgendwann ist der Titel so voll mit Informationen, das ist dann auch so ein bisschen sehr nervig. So, das Spiel hast du noch nie erfasst, OBS, aber es lädt auch noch. Von daher ist alles gut, ihr Lieben. Alles gut. Was wollte ich sagen und nicht lügen? Ja, ich habe mir jetzt die Tagesaufgaben nicht durchgelesen. Wir haben genau Level 300 beim letzten Mal erreicht. Ach ja, was ich sagen wollte. Ich muss nur noch eine Woche arbeiten und dann ist Urlaub angesagt. Dann ist Urlaub angesagt. Da freue ich mich schon sehr drauf. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Feuerzeug, nehme ich mal 2 mit. Hinter mir dreht wieder der kleine Frögel durch. Der Sunny hat nämlich aktuell wieder diese Phase, wo wir doch immer das Spielzeug unter dem Hocker reinschieben. Ich habe echt nur 20 starke Taschen, das geht aber nicht. Sind die starken Taschenlampen. Da. 1, 2, 3. Grün und Stativ und alles gut. So. Das ist, der schmeißt mal sein Spielzeug unter dem Hocker, er passt da aber nicht rein. Der passt da nicht runter. Und deshalb versucht er sich da immer unten drunter zu buddeln, dass er vielleicht da durchkommt. Ist blöd, weil der Hocker auf dem Laminatboden steht. Und deshalb, es kann durchaus deshalb heute passieren, weil er einfach auch nicht damit aufhört, da so rumzunageln, dass wir wahrscheinlich Geräusche machen und wir deshalb gesnackt werden. Freue ich mich schon drauf. So. Erste Mal laden bei OBS ist ja immer ein bisschen länger. Das heißt, ich kann noch mal meinen Kaffee schlürfen. Sagte sie und sie ist da. Guten Tag. Ist natürlich wieder der Sicherungskasten im Keller. Warum auch nicht? Ruckel, ruckel, ruckel. Ihr könnt auch gerne mal im Chat oder auf unserem Discord-Channel. Ja, man sollte vielleicht auch so schreiben. So, da ist unser Discord-Channel. Ich habe es mal in den Chat reingeschrieben. So. Da könnt ihr liebend gerne Spieletipps oder auch Kritik äußern.
Wir sind ja kritikfähig. Wenn ich zu leise bin oder wenn wir generell beim Stream zu leise sind, zu laut sind, euch vielleicht bei bestimmten Spielen die Sound-Alerts auf den Pinsel gehen. Also aktuell geht's ja noch. Bei manchen Spielen, weiß ich jetzt schon, werde ich wahrscheinlich die Sound-Alerts dann aber auch abstellen. Weil, wenn man so ein emotionales Adventure hat, da passen dann hier so Sound-Alerts wie die Fail-Posaune oder sonst irgendwas überhaupt nicht rein. Und warum juckt mir das ganze Gesicht? Furchtbar. Und der Kleine dreht hinter mir durch. Das gibt's gar nicht. So, Maria Wilson. Wir brauchen Salz, Bewegungssensor und Kruzifix. Ah, Sunny, hörst du jetzt mal auf da hinten? Und ich sag nur mal, es ist mein Haus. Es ist mein Haus. So eine schöne große Garage hätte ich echt gerne. Es geht nichts über eine Garage, vor allem im Winter wegen Eiskratzen und so. Aber allein dieser Zaun. Dieser Zaun, weil er so schön schräg ist. Genauso wie hier. Das ist meins. Das ist mein Haus. Das will ich haben. Das wäre so schön. Maria! Hallo, gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Maria, Maria, Maria. Vielleicht kriege ich eine geknallt. Gib uns ein Zeichen, Maria. Auch ein Ouija-Brett, das ist schön. Oh. Bist du ein Kellerkind? Maria, sprich zu uns. Bist du ein Kellerkind? Licht angemacht, haha. Sie hat mich schon beschnitten. Sie hat mich schon beschnitten. Nein, beschmissen. Das ist nicht nett. So, gucken wir mal. So, wo bist du? Wo bist du? EMF5, das ist schön. Ach, du bist jetzt im Living Room. Das ist ja toll. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Was ist dein Lieblingsraum? Was ist dein Lieblingsraum? Ich krieg die Frage irgendwann noch mal hin. Wir sind schon auf Jagd? Krass. Bin ich schon auf Null? Okay, wir merken sie. Jagd schon bei 21%. Aber wo ist sie denn? Maria! Also hier hinten ist sie nicht, sonst wird das schon... Ah. Okay. Hier war sie anscheinend überhaupt nicht. Hier wird es wieder zu warm. Hey, wo ist sie denn rumgelatscht? Ist nicht eine Tür angekrabbelt? Ach, hier war sie. Okay. Ein
Ist aber auch definitiv zu warm. Also bleiben wir einfach mal beim Living Room. Du bist aus, okay. So. Gut getroffen. So, wir haben wir schon Fingerabdrücke. Salz und Kruzifix und Bewegungssensor. Nehme ich schon mal einen Bewegungssensor mit. Ich glaube, den packe ich ruhig mal hier hin. Licht an. Ist auch gar nichts, also keine Fingerabdrücke. Sie hat zwar gejagt, aber Bewegungssensor schlägt auch nicht aus. Das ist alles gerade ein bisschen sehr merkwürdig mit der Dame. Ist auch sehr ruhig irgendwie. Okay, sie macht irgendwo was. Ich habe das Gefühl, sie ist im Keller aktiv, aber oben ist ihr Spawn. Naja, ich habe im Keller gar nicht nachgemessen. Ich mache erstmal das. Was muss sie jetzt gewesen sein? Ein Orb oder so. Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Wo bist du? Bist du erwachsen? Wo bist du? Okay, auch im Keller. Ich glaube, sie hockt eher im Keller. Beweise. Wir haben EMF5 und wir haben die Box. Wir haben nur noch Spirit oder Gespenst. Spirit wäre noch Buch. Gespenst wäre Dots.
Was sagt denn meine? Ja, 80. Ich weiß halt aktuell noch nicht, wo sie genau ist. Ich brauche noch mal das Thermometer. Ich muss noch mal im Keller gucken. Ja, hier ist wieder zu warm. Spricht es gerade alles für den Keller. Ich packe die Sachen mal im Keller rein. Zum Glück haben wir ja alles ein bisschen doppelt. Das heißt, wir können da so ein bisschen mehr variieren. Und die ist echt mies drauf. Was ist denn mit der los? Achso, Buch hatte ich schon dabei. Okay, warte. Ich das denn schon mit dem Bewegungssensor? Ja. Hole ich jetzt zweimal Dots? Ich bin noch echt unschlüssig. Lass mal kurz gucken. Das mit den Dots, das ist echt. Also gerade jetzt mit dem Level, also mit dem Haus irgendwie, das finde ich ganz merkwürdig. Finde ich total merkwürdig. Ich möchte noch mal einen Bewegungssensor mitnehmen für unten. Den würde ich gerne einmal verschieben wollen. Ich habe auch keinen Dude mehr hinter mir, sodass sie da auch lang gelaufen ist. Ja.
So, mal gucken. Finde ich gerade echt schwer. Ich sie noch mal fragen sollte, wo sie ist. Welchen? Ach, den zweiten Bewegungssinn, glaube ich. Hey, ich bin doch alles durchgerasselt. Ja, dann kann ich das Licht an und ausmachen. War das aber auch ganz schön, ne? Schreibst du ins Buch? Das ist jetzt echt blöd. Ich komme gerade nicht ganz so klar auf die Tante. Unten war es der. Ah, okay. Oben jetzt? Unten. Ja, ich habe schon. Jetzt wieder unten, ne? Also sie läuft da unten lang. Wir haben dort. Dankeschön. Und es war ein kleines Mädchen. Wir haben ein Gespenst. Alles klar, das heißt, ich kann ich hier hinstellen. Kruzifix schmeiße ich da unten noch hin. Jetzt mache ich das noch mit dem Salz. Nehme ich gleich Salz und Sanity. Ich habe ja noch einmal Pillen. 92, es geht noch. Es geht noch dicke. Gucken, ob wir das mit der altbewährten Taktik, dem Ujabet und mit dem Kreuz hinkriegen. Ja, flitzt sie durch, das ist gut. Alter! Was ist das hier unten eigentlich? Danke, dass du Licht angemacht hast. Was ist das hier unten eigentlich, dass die mich hier alle ansnacken wollen? Oh, das ist ja furchtbar mit euch. Das ist ja nett, dass du wenigstens das Licht angemacht hat. Meine Stück, ey. Ich finde das so süß, dass auf dem Salz da so ein kleiner Geist drauf ist. So, das ist unser Geistersalz. Super.
Läufst du hier mal durch? Nicht nur da durch den Dutt. Geh weg. Ich mag dich nicht. Schon. Oh, jetzt wolltest du es aber wissen. So, alles klar. Dann gucken wir mal wegen Ärgern. Die Spinze habe ich eingetragen. Alles gut. Wo bist du? Wo bist du? In der Garage, super. Wie alt bist du? Wo bist du? Ja, okay. Kruzifix hat wahrscheinlich nicht funktioniert, weil sie oben gespawnt ist. Das kriegen wir auch nicht mehr hin. Da krabbelt sie rum. Ich müsste das Kruzifix, glaube ich, nach oben, eins nach oben hinlegen. Weil hier tut sich gar nichts. Das ist zwar ihr Raum, aber sie spawnt woanders. Ja, aber ich glaube, ich lasse die da ruhig unten liegen. Da mache ich jetzt eben noch die Fotos voll und dann ist es, glaube ich, auch gut. Eins, zwei, drei, okay. Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Zeig mal schon mal. Wenn sie unten im Basement ist. Wo bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wie viele hast du getötet? Wie viele hast du getötet? Wo bist du? Wie alt bist du? Und einmal Kruzifix. Alles klar, ich glaube, wir haben alles. Schön. Kriegt man es ganz gut hin mit dem Kruzifix. So, sie ist hier irgendwo in der Nähe, ruckel, ruckel. Kommt sie, glaube ich, wieder runter.
voll hier am Durchdrehen. Ja, finde ich ein bisschen schade, dass man es nicht mehr so genau sehen kann, wo sie dann rumlatscht. Aber naja. So, wir haben Fall 20. Okay, das ist mir noch nie aufgefallen, dass da oben die Fallnummer steht. Jetzt habe ich mich aber erschrocken beim Chat. Mann. Einen wunderschönen guten Morgen. Erase. Ich hoffe, ich habe es jetzt wieder richtig ausgesprochen. Da fängt es ja schon wieder an. So, Nebenaufgaben. Geist ist durch. Ich bin durch. Es ist zu früh. Ich werde überhaupt nicht wach. Oh Gott, ey. Ja, Knochenbeweis habe ich nicht gefunden. Ich glaube, ich habe da aber auch gar nicht so intensiv danach gesucht. Ich brauchte noch einen schwungstarke Taschenlampen. Komm, machen wir das mal so voll. Und was kann ich denn jetzt noch? Zwei Feuerzeuge, damit sind wir wieder blank. Oh. Nicht wach, mach Solo Prison. Nee. Highschool Solo, das kriege ich noch einigermaßen hin, aber bei Prison ist ganz vorbei. Mit diesen ganz großen Gefängniszellen, das kriege ich nicht hin. Willow Street. So. Geisterbuch. Vorhin hier in dem kleinen Häuschen. Ich weiß nicht warum, aber da scheint es irgendwie Trend zu sein, unten im Keller mich immer anzuburpsen. Das hatte ich gestern schon, vorhin wieder, obwohl es die Kleine war, hat sie so gemacht, irgendwie als ob sie auch sich übergeben müsste. Also ganz merkwürdig. Parabol brauche ich nicht. Zwei Fotoapparate, Salz, die Pillen, Räucherstäbchen. Starke Taschenlampe, Thermometer, drei Stative. Oh, ich überlege jetzt noch so schön unter die Kuscheldecke, das wäre super. Oh, William Smith? Salz, Events, dann kommen die Geister in einer Jagd. Och, das mag ich nicht. Da verklicke ich mich doch ständig. Da schmeiße ich ihm das Räucherstäbchen immer gegen den Kopf. Das ist doch doof. Dieses Dröhnen hier im Haus ist einfach nur nervig. Ich bin noch nie in ein Haus gekommen und da hat es so gedröhnt. So. Strom an. Ist heute aber echt sehr zuvorkommend mit Ouija-Brettern. Hast du mich beschmissen hier? Man sollte auch aus die Tür raus und dann so. Fünf? Okay. Ist ja schon mal schön. So. Ich mach dir mal Licht an, du siehst ja gar nichts. Dann freue ich mich ja schon, wenn ich dann gleich wieder die Treppe runtergehe, dass wahrscheinlich die Puppe genau vorm Treppenabsatz steht. Das hatte ich nämlich schon mal. So, das platziere ich schon mal hier hin. Die Kamera kommt mal hier hin.
packe ich unten ein paar Sachen hin und dann können wir das Ouija-Brett mit nach oben nehmen. Oh, er hat angekrabbelt. Hi! Ach, muss ich ja auslassen. Die sind aber auch heute nett zu mir. Sehr aktiv, wollen ständig mit mir kuscheln. Ich gucke nur sicherheitshalber wegen, ob das hier im Raum ist. Also im Flur. Der Orb. Also hier hatten wir 5. Ist das dann auch, dass das der Raum ist? Weil hier hat er jetzt auch was geschmissen. Ich brauche gleich das Thermometer. Also Orb finde ich nicht. Schalter, Lichtschalter, Lichtschalter, Lichtschalter. Auch nicht. Da oben auch nicht. Okay. Also heute Morgen tue ich mich echt schwer. Es war die zweite Runde schon, aber ich tue mich heute Morgen echt schwer herauszufinden, wo der Raum vom Geist ist. Was ist dein Lieblingsraum? Das ist auch eine Frage zum Wegrennen. Was ist dein Lieblingsraum? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Leck mir am Arsch. Ich hab dich doch nur gefragt, wie alt du bist. Mein Gott, sei doch nicht so eitel. Ruckel auch mit Kamera. Ach, da hinten rennt er rum. Der William. Na, da kann ich ja noch ein bisschen nerven. Kann ich ihn ja noch ein bisschen nerven. Alter, was ist mit der Nase los? Okay. Er hat sich wieder beruhigt. So. Wo bist du? White? Head Storage. Was war Storage nochmal? Storage Room. Rechter Kellerraum, ne? Was ist dein Lieblingsraum? Willst du uns töten? Geht auch nicht. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Fünfundvierzig, okay. Wo bist du?
dann lasse ich das mal so. Nehme mal ein paar Sanity-Pillen. Okay, und da können wir eigentlich weitermachen. So, eines Events ist gut, kommen wir Geist wieder, sind Geist durch Salz wandern. Brauche erstmal das und dann brauche ich die Box. Ich bin mir immer noch unsicher. Er wusste doch, dass du die da hinstellst. Das war ja klar. Das war so klar. Ja, das kann nur hier sein. Es ist teilweise echt frisch drin. Also klar, dass du diese blöde Puppe dahin stellst. Wo bist du? Ja, komm. Lass mich hier raus. Ich hasse es, wenn sie labern. Da habe ich mich auch dermaßen erschrocken, als ich das erste Mal das Parabolmikrofon gehört habe. Das war echt nicht schön. So. Nee, wir haben schon wieder Spirit oder Gespenst. Schön. Das heißt Dots und Buch, ne? Ja. Echt nur am Durchdrehen irgendwie. Ach, das ist nicht schlecht aufgestellt, die Kamera. Ich wollte schon sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte ein Kruzifix mitnehmen. Ist nur so eine Vermutung, aber mache ich glaube ich gleich. Dots und Buch. Das sollte ja eigentlich so hinhauen. Ich habe unten keine Kamera. Er soll durch Salz wandern, ne? Ich glaube, so war das. Aber ich gucke jetzt erstmal wegen Dots. Sehe ich denn auch das Buch einigermaßen? Ich glaube nicht. Ja, es ist klar, dass er jetzt nicht aktiv ist, ne? Das Buch sehe ich natürlich mal wieder nicht, wegen diesem blöden schwarzen Balken da. Das ist echt nervig. So. Sehen wir Dots. Haben wir schon gesehen, wie er ins Buch geschrieben hat? Wahrscheinlich nicht. Naja. Machen wir es mal so.
Ich müsste auch gleich einmal kurz unterbrechen. Muss dann nämlich dann gleich so einen jungen Mann verabschieden. Ins Buch geschrieben. Oh, hat sie ins Buch geschrieben. Das ist gut. Soll ich das mit dem Dotz gar nicht mehr machen? Das heißt, wir müssten einen Spirit haben. Das ist doch gut. Interaktion, Interaktion, Interaktion. Okay. Die Kamera ist leer. Was muss ich noch machen mit den Nebenaufgaben? Durch Salz wandern und während einer Jagd entkommen. Ach Mensch. Ich hasse das. Ich möchte das nicht. Das ist echt blöd. Der hat ihn schon ganz ausgestellt. Ja, super. So, das Salz war jetzt hier. Sehr gut. Haben wir das auch erledigt? Dann einmal raus. Okay, wie machen wir es jetzt? %, okay. Kommen Sie im Geist während einer Jagd? Ach, warte. Nee, Moment, Moment, Moment. Wir machen jetzt mal kurz. Zack. Und holen den Fotoapparat. Dann mache ich die Sanity bei mir ein bisschen runter, dass er mich dann auch relativ schnell jagt. Wo bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Also. Alles klar, dann machen wir das so. Und für die nächste Runde gehen wir dann einfach rein. Dann gucken wir mal. Also, wo läuft er denn lang? Das wäre noch interessant. Ah, da. Dann geht er in die Garage.
Kommt aber nicht ins Wohnzimmer. Das heißt, ich würde mich gleich ins Wohnzimmer verstecken. So, ich bin aber gleich wieder da. Ein Moment. So, jetzt aber. So, ich glaube, ich habe mein Ding Popo in die Kamera gehalten. Aber egal. So. Ich traue mich gerade nicht rein. Das wollte ich nämlich machen. So, das wollte ich nämlich machen. Ich wollte nämlich einmal da ein Räucherstäbchen platzieren. Feuerzeug habe ich. Okay. Dann können wir dann nämlich jetzt rein und uns dann nämlich einmal jagen lassen. Gott sei Dank, das hat geklappt. Boah, super, ey. So, Beweise sind alle voll. Wir hatten jetzt das Buch. Das habe ich nämlich ganz vergessen einzutragen. Und wir können los. Den hast du echt kaum gehört. Den hast du kaum gehört, dass er die Treppe hochgekommen ist, der Blödmann. Mann. Ist ja unfassbar. Oh, da haben wir wahrscheinlich eine Tür vor der Nase, ne? Ja. So was Freches. So, Abfahrt.
So, das Auto erstmal geistfrei kriegen mit den Räucherstäbchen. Welcome back. I've got some jobs ready for you. So, falls es jemand gibt, der mitspielen möchte, mindestens ab 18, ein gutes Mikro, weil ich Akustik echt schwer verstehe. Also Akustik so von Sprachen, damit tue ich mich wirklich schwer. Dann meldet euch einfach im Chat. Ich muss hier nicht immer alleine spielen. Kann auch mit euch zusammenspielen, habe ich gar kein Problem mit. Alles Salz, alle Sanity-Pillen, alle Räucherstäbchen. Sicher ist sicher. Starke Taschen, dafür brauche ich nur eine. Thermometer mache ich nur eins. Und Stative brauchen wir jetzt drei. Und da sind wir auch schon. Bewegungssensor. Verjagen Sie während einer Jagd einen Geist mit Räucherstäbchen in den Geist mit dem Kurs, um Sie heimzusuchen. Thomas Clark. Alles klar, das sollten wir doch hinkriegen. Denkt dran, Leute, am Sonntag werde ich wahrscheinlich auch streamen. Ich habe... Doch, ich würde schon sagen, ich habe keine Taschenlampe dabei. Werde ich auch streamen. Da wird aber nicht Phasma gespielt, sondern Sheltered. Ich habe vergessen zu gucken, wo der Stromkasten ist. Und ich habe schon die Tür gehört. Hier ist der Stromkasten nicht. Hier ist kein Ucha-Brett. Und Knochen ist hier auch nicht. Da ist der Knochen. Auf dem Teller. Das ist aber praktisch. Ja. Wo ist mein... Habe ich den Knochen? Nein. Nimm doch den Knochen. Danke. Kein Ucha-Brett. Okay, du schmeißt hier viel rum. Ist auch kein Ucha-Brett. Mach dir mal Licht an, ne? Ucha-Brett. Was ist denn heute los? Heute Ucha-Brett-Tag. Oh, hat Tür zugemacht, warum auch immer. Dann lass mal gucken. Hat Teddy runtergeworfen, na? Macht man aber nicht. Ist das hier denn dein Zimmer? Mach das aber, glaube ich, gleich. Ich mach das gleich erst mit Ucha-Brett. Das wird ja sonst ein bisschen zu langweilig, finde ich. So, Sanity ist bei 84 schon. Ist aber nicht gut. So,
Kamera, danke schön. Nein, das ist doch schon weg. Wahrscheinlich, weil ich rausgegangen bin. Ach Mann. War ich jetzt zu langsam? Lass die Kamera erstmal hier stehen. Wo bist du? Bist du hier? Wo bist du? Bist du erwachsen? Wo bist du? Wir haben Gefrier. Das heißt keine Box. Wir hatten nur Gefrier bisher, ne? Gefrier. Gefrier und sonst nichts weiter. Bewegungssensor. Ja, das sollten wir ja jetzt mal hinkriegen. Nehme ich auch gerne beide mit. Einfach mal so. Ja. Der touchelt gerne Sachen an. Das heißt, ich nehme mal Fingerabdrücke und. Ja, obwohl ich nehme erst das Buch mit und die Dots. So, also die Bewegungssensoren, die waren jetzt gerade sehr aktiv. Das heißt, wir müssten diese Aufgabe schon erledigt haben. Ja, wo ist er? Okay, er geht vielleicht rein oder raus, man weiß es gerade nicht. Der mag echt gerne Türspielchen. Sehe nichts von Dots. Ich nehme noch mal die Kombination mit und lege sie nämlich vor der Tür hin. So. Ich nehme gerne zwischendurch immer mal wieder ein paar Pillchen. Das ist mir einfach auch sicherer. Oh, leck mich doch! Ah! Mann! Musst du mir denn ins Gesicht springen? Wieso müssen die mir ständig ins Gesicht springen? Das ist seit gestern. Alter! Könnte es daran liegen, ich trage zurzeit so gerne bunte Socken und da sind so schöne Essensmotive drauf. Liegt das vielleicht daran? Ah. Himmel, Arsch und Wolkenbruch.
Das sieht echt schlecht aus, ne? Zum Glück ist es ja wenigstens ein großer Kerl. Dann ist es nicht so schlimm, dass die Kamera so ein bisschen höher steht und nicht auf dem Boden. Und er scheint sich ja schon zu bewegen. Aber Dotz ist irgendwie nö. Also er läuft da eigentlich immer lang, deshalb müssten die Dots ausschlagen. Machen sie aber nicht. Ich warte mal, bis er zurückgeht. Als das überhaupt macht. Aber ja, zweites Buch braucht er wahrscheinlich nicht. Finis. Ach, wir hatten ja nur Gefrier. Das heißt, wir haben ja definitiv keine Box. EMF5 hatten wir gar nicht. Kann ich den jetzt noch mitnehmen? Ein Orb habe ich auch nicht gesehen. Okay, nehme ich mal das Buch mit und leg's dann nochmal irgendwie mit da rein. Aber ansonsten. Fingerabdrücke haben wir. Das ist gut. Und hat ins Buch geschrieben. Das ist aber nett. Schreib mir das bitte auch noch mal rein. Haben wir denn sonst noch Fingerabdrücke? Da. Okay, dreimal kann ich Fingerabdrücke nehmen. Das ist gut. Fotoapparat ist da. Ich nehme einen frischen. Damit haben wir es ja eigentlich schon. Finger, Geisterbuch und Finger. Ein Dämon. Kacke. Fängt ja so früh an zu jagen, dieser blöde Dämon. Das ist das Problem. Ja, warte mal, hier war. Dann hier. Und hier. So. Das nächste Kruzifix. Nehme ich schon mal mit, falls ich mich gleich dazu traue. Ach so, habe ich das Buch fotografiert? Ich glaube nicht. So, Finger, 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 Knochen. Interaktion, das Buch, das ist gut. Hat er das andere Buch jetzt auch schon mal beschrieben? Nein. Schreib ins Buch.
Sei so lieb. Wo bist du? Wo bist du? Was schreibt er da jetzt eigentlich? N? No. Lip! Moin! Oh, Lip ist da, wir müssen Feierabend machen. Nein, dann erschlägt er mich. Nein, um 9 Uhr. Um 9 Uhr wieder. Aber du kannst dich freuen. Ich muss noch eine Woche arbeiten und dann habe ich mal Urlaub. Dann bin ich auch ein bisschen länger da. Du bist so böse. Ach, nein, ich bin nicht böse. Ich bin nur ehrlich. So, ich mag ja auch nicht mehr. Oh, das ist erst das dritte Level und die ganzen Geister, die ganzen Geister haben mich schon angesprungen, sind mir in mir gespawnt, haben mir ins Ohr gerübst, gehaucht und also die sind sehr aktiv heute bei mir. Dann habe ich auch 2 Wochen frei, ist bei mir genauso. Dann habe ich auch 2 Wochen mal, juhu. Ja, mein Arbeitskollege, ich kann ja ruhig ein bisschen schnacken. So, wo bist du? Wo bist du? Ja, mach nochmal weiter. Mein Arbeitskollege, der wusste nicht, wie er das erste Halbjahr, wo er hingehen sollte und wo er mit seinen Freunden halt hinfahren sollte. Und die waren da halt auch unsicher. Deshalb hat er jetzt den dritten Monat in Folge nämlich Urlaub, damit er nämlich dieses Jahr noch seine Urlaubstage nämlich verprassen kann. Und eigentlich passt ihm das so arbeitstechnisch gerade überhaupt nicht jetzt im dritten Monat. Er hat nämlich jetzt die kommende Woche Urlaub und danach habe ich dann die 2 Wochen. Das ist zwar auch ein bisschen kritisch so von wegen Buchhaltung und Monatsabschluss, aber anders konnte ich es jetzt auch nicht nehmen. Und muss der Arbeitskollege ein bisschen mehr machen dann. Die Tage davor. So, wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Das Problem ist, warte mal, wie alt bist du? 58, ja, okay. Warte mal. Taste beiseite schieben. Was sagte meine Gehirnaktivität? 46, 44. Ja, okay. Haben wir das denn schon mit dem Kruzifix? Nee. Ich ärgere den mal weiter. Na, wohl mit Dämon ist das so schwierig. Wenn du das erfolgreich befragst, dann geht die Sanity, glaube ich, nicht runter, wenn das... Ach ja, der Arbeitgeber weint immer, wenn man Urlaub hat. Ja, ach, bei einer großen Firma geht's eigentlich. So, wo bist du? Wo bist du? Das M? Oh, wo bist du denn jetzt? Jetzt bin ich mal gespannt. Ma? Master Room ist, glaube ich, Flur, oder? Master Bathroom. Achso, bist gerade im Badezimmer. Machst die frisch für die Jagd. Das ist schön. Wie alt bist du? Wissasa, da war's. Ja, da ist es. Nehme ich schon mal mit. Wo ist er denn? Nicht da. Haben denn die Kruzifix? Nee, die haben ihn nicht dran gehindert. Schade. Hm.
Thomas. Thomas, hallo. Wie viele Fotos habe ich denn jetzt schon? Finger, Finger, Interaktion, Interaktion. Ja, nur noch eins. Ja, das kriegen wir, glaube ich, hin. Naja, es passt eh nicht. Ja, ich glaube, es hätte auch dieses Jahr ein bisschen besser hingehauen, wenn der Kollege vielleicht auch mal im ersten Halbjahr Urlaub genommen hätte. Das wäre vielleicht auch mal schön gewesen, aber... Aber keine lange Jagd. Wo bist du? Wie alt bist du? Oh, jetzt mag er nicht mehr. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Oh, das hat vorhin so schön beim Willow-Haus funktioniert mit dem Kruzifix. Aber irgendwie... blöd. Blöd, blöd, blöd. Komm. Habt ihr denn schon alle schön bei Twitch euer Passwort geändert? Nach diesem schönen Hackerangriff? Nee. Dafür, die haben ja, sollte man das? Ja, es wird, glaube ich, empfohlen, weil... ja, Twitch wird ja gehackt und sehr... Ich weiß gar nicht... Es wurden sehr viele Daten geklaut, glaube ich. Und auch einige Umsätze, was so Leute bei Twitch verdient haben, wurde auch schon veröffentlicht. So in den letzten 2 Jahren. Und man sollte das sicherheitshalber machen. Und Twitch hat aber, glaube ich, auch schon reagiert, indem sie diese Keys bei allen geändert haben. Ist vielleicht ein bisschen spät, aber sie haben es von vornherein geändert. Man kriegt ja so ein Streaming-Key. Und den haben sie bei allen geändert. Das mit dem Umsetzen habe ich gelesen. Ja, ich frage mich halt so ein bisschen, ja toll, jetzt... Ich möchte auch nicht zugeben, was ich so verdiene. Aber wenn es dann halt durch so einen Hackerangriff veröffentlicht wurde, ja, was für einen Schaden habe ich denn dadurch? Eigentlich keinen, ne? Na krass, so was die Top 10 mit Twitch verdient haben. Ja, es ist mal so nett als Info, aber ich weiß gar nicht, ich hab's ja auch gelesen. Ja, ich bin niggelig, das ist so Klatsch und Tratsch. Dafür gucke ich nicht Dschungelcamp. So, wo bist du? Knabber doch mal kurz. Du sollst das Kruzifix anknabbern. Auch da hinten im Raum. Och, ey, die liegen wahrscheinlich irgendwie falsch. Der Montana Black ist, glaube ich, nicht bei den Top 10, oder? Der war Platz 21, ne? Und das fand ich schon viel, was der verdient hatte. Ach, ey. Soll ich den denn? Weiß es gar nicht genau, ja. Hallo! Hallo! Du sollst mal ein Kruzifix anknabbern. Das mit der Jagd, das ist... Ach nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber es wäre mal schön, wenn du ein Kruzifix anknabbern könntest. Ich traue mich nicht rein, um das umzustellen. Weil da muss ich nämlich was ablegen. Wieso knabbert der denn nichts an? Ich habe das Gefühl, der spawnt da hinten irgendwo, obwohl da sein Raum ist. Wie alt bist du?
Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? So, wo bist du jetzt? Also, bist wieder sonst. Aber irre, ja. Das ist schon echt krass. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass Twitch, wenn man es mit einem normalen Beruf vergleicht, eine total einfache Arbeit ist, was wir bis immer so nicht hören wollen. Ich glaube, dass sie nicht wirklich. Ich glaube, es ist eher so nach dem Motto, was du gerne machst, fällt dir auch leicht. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, das liegt eher daran. Weil ich sag mal so, wenn ich tue mich vor allem, was ich bei diesen, wenn so bei Vollstreamern, wenn du da so bei bist, ich glaube, ist es auch total schwer, ehrliche Mitarbeiter zu kriegen und nette Streamkumpels. Drücke ich es mal so aus. Ich glaube, da ist auch sehr viel Hauen und Stechen und Nicht-Gönnen dabei und. Ich glaube, da ist sehr viel Zickenkrieg. Jetzt nicht nur auf die Damen bezogen, sondern auch auf die Männer. Dass man sich gegenseitig mal was nicht gönnt oder sonst irgendwie was. Oder ich glaube, das ist das Schwierigste mit dabei. Und halt auch vertrauenwürdiges Personal. Schwieriges Wort. Danke fürs Licht anmachen. In dem Geist wird langweilig. Entschuldigung. Er macht schon freiwillig das Licht an. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wo bist du? Knabber das Kruzifix an. Wie alt bist du? Ich möchte eigentlich nur das Kruzifix hinkriegen, aber das macht er einfach nicht. Wo bist du? Licht hat er ausgemacht. Wie alt bist du? Denkt sie auch, komm doch näher rein. Nö. Wo bist du? Wie alt bist du? Wie viele hast du getötet? Wo bist du? Jetzt mag er nicht mehr. Wo bist du? Aha, ich wusste es. Ich musste ein Pixel mehr reinkommen. Kruzifix, danke. Der Rest kann mich mal. So. Ich tue mich selber auch schwer. Man sieht's vielleicht. Gut. Da rennt er rum. Okay, das ist doch gut. Sehe ich auf der Kamera? Nein, das Kruzifix sehe ich auch nicht. Also dieser schwarze Balken, der geht mir echt auf den Pinsel. Lass mich mal kurz Geist beweise. Wir haben Dämon. Ja, ein Bild fehlt. Das ist mir jetzt aber Wumpe. So, ab. Ab dafür eine Nebenaufgabe fehlen, das ist mir aber jetzt auch erstmal egal. So, ich tue mich ja zum Beispiel auch total schwer, irgendwie mal auch für unseren Kanal einheitliche Panels zu machen oder einen ordentlichen Startbildschirm. Wir haben ja so, das ist das Haus vom Nikolaus, das haben wir ja einfach nur abgeändert, irgendwie so nach dem Motto, so Kritzekram gemacht. Diejenigen, die abonnieren, dass die vernünftige Emotes dann halt dafür kriegen, weil ein paar Abonnenten haben wir schon und wir haben da jetzt erstmal nur was von Twitch genommen. Dann einfach ein paar Bilder oder die Ideen so von wegen, okay, der abonniert jetzt schon so und so lange, was soll da für ein kleines Abzeichen mit dabei sein und so weiter und so fort. Oder wenn die auch gecheert haben, was die dann für ein besonderes Abzeichen dann dafür kriegen. Damit tue ich mich echt schwer. Ich bin da sehr ideenlos. Na, du mit deinem rosa Bällchen. Moment.
der Kleine, ey. Ich bin da sehr ideenlos, kreativlos und teilweise sieht es man hier auch zu Hause. Ich bin ein echter Dekokrüppel. Ich kann das einfach nicht. Aber ich muss auch sagen, ich will das zu Hause auch gar nicht so. Also wenn man so Katzen hat und vor allem auch Katze mit chronischer Erkrankung hat, wie der Darmkrebs zum Beispiel, das war überhaupt nicht lustig. Und da war ich sehr froh, dass ich ein Dekokrüppel war und sehr wenig putzen musste auch. Ja, Dekokrüppel, so nenne ich's. Nein, OBS, du darfst das ruhig erlauben. So, Dekokrüppel, ja, ich bin da echt ein Dekokrüppel. Also, meine Mama, die kann das total super. Wir haben, also auch, vor allem auch zur Winterzeit, da ist total schön, aber nicht kitschig. Nicht kitschig, sondern wirklich schön macht die das. Aber davon habe ich gar nichts abgekriegt. Da bin ich so wie mein Papa. Komm, mach mal ein Farmhaus. Da bin ich eher so wirklich wie mein Papa. Das steht und da steht die nächsten 50 Jahre da. Fertig. Das Böse war, ja, auch wegen, ja, kreativ bin ich auch nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich auch nicht. Und wenn du dann, sag ich mal, dafür so als Streamer mehr Entertainment machen kannst, dann musst du dich natürlich dann auch auf jemanden verlassen können, der dann die ordentlichen Emotes und so macht. Und ja, ich glaube, das ist echt schwer in dem Bereich. Es macht zwar sehr viel Spaß, weil du beim Streamen dich selber entfalten kannst. Und ganz ehrlich, bei welchem Job kann man das schon? Die meisten sind ja so, okay, ich lebe nicht, um zu arbeiten, ich arbeite, um zu leben. So ist das, glaube ich, wirklich bei der meisten Bevölkerung. Und beim Stream kann man sich ja wirklich mal entfalten. Die Leute kommen und bleiben aber eher wegen dem Content. Ja, ich glaube auch. Und jemand, der 8 Stunden Hearthstone-Stream, muss die Leute auf jeden Fall unterhalten. Ja. Deshalb, es wird hier wahrscheinlich auch nie so wirklich langwierige Simulationsspiele geben, wie City Skylines oder wie, Forest geht eigentlich noch. Da ist ja schon so ein bisschen mehr Action drin. Aber was weiß ich, sowas wie ein Farming-Simulator oder so, das wird es hier, glaube ich, nicht so geben, weil wir jetzt nicht so die Entertainment-Leute sind. Wir kriegen, also so, wenn wir so alleine sind, sag ich mal, da ist so einer wie, muss ich sagen, der Huskerson, finde ich, der macht das echt gut. Über Gronkh brauchen wir nicht reden, der ist ja außen vor. Der Kaya Jana, der streamt ja auch, der ist ja sowieso Komödiant, der kann das einfach, aber auch weil er charaktermäßig so ist. Und der Paul Panzer, der streamt zum Beispiel auch und der ist ja auch einfach nur er selbst. Und das machen die Leute ganz gut. Und ich bin ja eigentlich vom Typ her eher ruhig. Und aber mir, abgesehen davon, PC-Spiele finde ich sowieso super, aber das Stream tut mir selber auch gut, mal reden. Das ist so eine kleine Selbsttherapie, die ich eigentlich beim Stream hier gerade mache. Was anderes ist es wirklich nicht. Dass dann noch so schöne Zuschauer dabei sind und einen dann auch so gerne mit einem quatschen wollen und das auch gut finden, wenn man das hier macht. Das ist echt positiv. Da fühlt man sich auch so ein bisschen sehr wohl hier. Das mag ich. So eine Thermometer und 1, 2, 3 brauche ich. Bereit? Muss ich eigentlich noch irgendwie was Wichtiges kaufen? Irgendwas hatte ich, glaube ich, nur auf 20. Habe aber jetzt gar nicht geguckt. Ja, Kopfkameras finden sind ja aktuell eigentlich mehr so überflüssig, ne? Bewegungssensor. Ach, das Parabol. Brauche ich zwar nicht so oft, möchte ich aber auch gerne auf 20 haben. So. Ja, das machst du schon gut. Reden.
Das muss man mögen, hat aber niemals den gleichen Wert wie eine normale Arbeit für mich. Für mich auch. Ich sag mal, selbst wenn Frögelhausen irgendwann sehr erfolgreich werden sollte, dass man sogar vielleicht sagen könnte, ich könnte meinen Job kündigen. Ich glaube, ich würde es nie machen. Ich könnte es nie machen. Ich bin gerne ein Sicherheitsmensch und ich würde dann eher meine jetzige Arbeit dann halt auf Teilzeit reduzieren, anstatt komplett aufzuhören. Ich glaube, das würde ich so machen. Ich jetzt hier gerade ein Echo drin von der Durchsage? Wo kommt eigentlich diese Durchsage her? Das ist ja ein Radio. Ich glaube, das muss dann dadurch kommen, oder? Ist das auch nur ein blödes Radio? Das ist eigentlich auch nur ein Radio. Wo ist denn hier eigentlich der Lautsprecher? So. Lisa Martinez geistert zu Kerze auszublasen durch Salz während einer Jagd mit Räucherstäbchen. Ich bin, oh, ich hasse. Wo ist der? Ganz hinten. Ist der Sicherungskasten. Weiß das eigentlich einer, warum die Farmhäuser. Da ist der Knochen im Teppich. Das ist aber auch sehr gemein. Warum die Farmhäuser so viele Türen haben? Das finde ich irgendwie teilweise echt befremdlich. Und ich mache gerne Licht an. Ich habe ja schon bei anderen Leuten mitgekriegt, wenn die oder wenn ich mit denen zusammenspiele, die machen alle nie gerne das Licht an. Verstehe ich gar nicht. Schade, dass die Voodoo-Puppen echt keine Funktion mehr haben. Teddy, Teddy, ich guck gleich im Chat, aber ich glaube, ich muss gleich niesen. Zwiebel, Zwiebel in der Nase. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Aua, 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 aua. Boah. Das war's. Er ist weg. Ich mache auch immer Licht an, obwohl ich schon 4 Wochen nicht mehr gezockt habe. Generell das Spiel. Aber schön, dass sie Licht angemacht hat. Oh nein, unser alter Kater ist hier am Durchdrehen. Wir haben zwei. Ich gebe euch einen Tipp. Wenn ihr euch Katzen anschafft, holt euch. Also erstmal generell sowieso aus dem Tierschutz, wenn es. Das wäre total lieb von euch. Aber holt euch bitte als Anfänger nie einen Siam oder einen Siam-Mix. Sag mal, hast du jetzt die Tür so weit aufgemacht? Du bist ja krass. Du bist ja ein krasser Geist. Ich lasse das mal hier. Und das lasse ich auch mal hier. Jetzt hör doch mal auf. Ich bin doch gerade erst mal angekommen und mach schon hier Licht an und. Weil die quatschen unheimlich viel.
Die quatschen unheimlich viel. Vor allem, oh, könnte das. Das könnte EMF sein. Das könnte EMF5 sein. Die quatschen dir teilweise echt einen Knopf an der Backe. Das ist immer ein bisschen anstrengend. Und wenn du dann Anfänger bist, du denkst ja gleich, das Tier hat irgendwie Schmerzen oder sonst irgendwie was, weil man es so nicht kennt. Nee, ich will nicht Licht ausmachen. Danke, wir haben Gefrier. Das machen die ganze Zeit heute schon mit mir. Was stimmt denn mit euch nicht? Was mache ich da eigentlich? Mensch, ess mal aus. So, wo ist denn jetzt Gefrier? Hi. Bleib da, bleib da. Danke. Ah, ah, ah. Neu erwischt. Mal, wo ist denn jetzt überall Gefrier? So, das lassen wir jetzt mal an. Oh, ich bin gestresst. Ich bin gestresst. Also, wir haben Gefrier. Wir haben einen Lallageist. Nachts auch? Ja. Ja, dann merkst du schon, wie der... Vor allem, er ist auch schon ein bisschen älter. Und dann werden sie ja sowieso ein bisschen komisch. Er kommt da von... Also, wir wohnen über zwei Etagen. Und dann kommt er von unten... Miau, 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 miau. Treppe hoch. Miau, 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 miau. Kommt ins Bett... Wiegt mal eben so seine 8 Kilo, latscht natürlich voll auf dich drauf, guckt dich an. Das ist echt so wie Simon the Cat. Unfassbar. Unfassbar. Ich weiß schon, warum ich einen Hund habe. Ja. Erstaunlicherweise, ich bin ja selber mit Hunden groß geworden und Hunde finde ich ja auch klasse. Was ich immer nervig fand, bei jedem Scheißwetter rausgehen. Oh, der Hund, ja, ich weiß, der Hund kann nichts dafür. Er muss ja raus. Aber das fand ich echt ätzend. Ja, das muss leider sein, ja. Dafür hast du hier ständig die Katzenklos, ne? Und wenn sie dann mal so einen Buddelwaden haben, dann kannst du die ganze Bude neu kärchern. Aber das ist somit zum Grund, warum wir auch keinen Saugroboter haben. Da waren wir ja auch schon am Überlegen, vielleicht uns mal einen anzuschaffen. Aber die Geister. Ja, unsere Katzengeister. Nein, unsere Vögels, wenn die manchmal echt energisch. Dann haben sie ihr Geschäft erledigt. Und wenn sie dann wirklich mal energisch buddeln, dann fliegt das Pupu ein bisschen durch die Gegend. Es passiert sehr selten, aber es passiert nun mal. Wenn dann so ein Saugroboter um die Ecke kommt, da hast du Spaß. Da hast du Spaß. Da habe ich schon manche Bilder im Internet gesehen und habe dann gesagt, alles klar, das spricht dagegen. Alter, wie viel? Achso, ich habe die Kamera einfach nur hingeschmissen. Und ich habe die Box noch in der Hand. Aber wir haben gefriert, deshalb keine Box. So. Aber die Bewegung ist halt auch gut für einen selbst. Ja, ich weiß. Mangelnde Bewegung ist echt so ein Ding. Da war ich ja auch schon am Überlegen, ob ich vielleicht den Hauptjob irgendwie mal wechsle zu einer Tätigkeit, dass ich nicht die ganze Zeit sitze. Buchhaltung, du sitzt nun mal deine, also inklusive Pause, 8,5 Stunden. Ja, du gehst ja auch nicht immer spazieren, vor allem im Homeoffice, da rennst du ja auch nicht quer durch die Gegend irgendwie. Und dann machst du noch sowas wie hier, dein Hobby ist dann Streaming oder einfach so PC spielen, dann sitzt du wieder die ganze Zeit. Also es kann, und sag mal, wenn man auch normal arbeitet, so, im Homeoffice. So, du musst nicht einkaufen, du hast den Haushalt vorher erledigt irgendwie. So, dann sieht das so aus, du fängst um 7 Uhr an, machst du so bis 16, 17, je nachdem, vielleicht auch 18 Uhr.
Dann stehst du auf, machst dir dann was zu essen und setzt dich wieder vorm Fernseher oder am Esszimmertisch. So. Ja, was machst du dann? Und dann ist irgendwie, dann kochst du dir was, dann bist du mit den Katzen hier am Spielen. Also wirklich Bewegung ist das nicht. Das ist alles keine Bewegung. An manchen Tagen schafft man vielleicht gerade nur mit dem Hin- und Hergehen noch nicht mal einen Kilometer. Super Bewegung. Aber so die typischen Bürokrankheiten, die du dadurch kriegst, also jetzt mal abgesehen von wegen schlechten Augen, so diese sitzende Tätigkeit, dass das auf den Rücken geht oder es gibt ja so einen speziellen Muskel, so der ja so dafür für so ein bisschen für die Beweglichkeit mit Steißbein und Becken und so weiter. Ich habe vergessen, wie der heißt. Der ist bei mir definitiv verkürzt. Wo dann auch längere Spaziergänge dann mal echt anstrengend werden. Also am nächsten Tag merke ich das dann. Das ist echt. Ja, Sport mache ich immer am Wochenende. War die letzten Wochen leider auch vernachlässigt wegen privaten Stress so ein bisschen. Da hat man lieber was anderes gemacht, aber ab diesem Wochenende fange ich auch wieder an. Und es tut echt gut. Aber ich habe halt gemerkt, ich brauche auch das Fitnessstudio. Und da muss ich mal gucken, dass ich mich da vielleicht mal wieder angemeldet kriege, weil irgendwie 500 Meter weiter bei uns ist ein Fitnessstudio. Ja, vielleicht 1 Kilometer, sagen wir es mal so. Und das liest sich halt alles auch sehr gut, was sie da anbieten und so. Aber ich brauche das Fitnessstudio einfach, um Muskelmasse aufzubauen. Ich krieg das privat einfach nicht hin. So, habe ich irgendwas in der Hand? Ich habe nichts in der Hand. Ja, also Orb haben wir auch nicht. Kann ich das Stativ so mitnehmen? Nein, ich kann es mir nicht in die Tasche packen. Aber, warte mal, ich kann noch mal eben. Die brennende Kerze in die Hose stecken. Das ist auch immer wieder schön. Schön warm ist das. Das Licht komplett ausgemacht. Stelle ich dich jetzt hin? Stelle ich einfach mal dahin. Ich weiß, das bringt zwar. Sie hat die Kerze, glaube ich, ausgepustet. Das ist nett. Das ist sehr, sehr nett. So, gucken wir weiter. Also Orb sehen wir ja wirklich gar nicht. Also sie hält sich mehr so in die Ecke auf, ne? Also ich tendiere zu EMF5. Ich gebe es einfach mal ein. Meine Vermutung, Gin Shade Oni. Gin. Ja, noch Fingerabdrücke. Shade wäre Buch. Und Oni wäre Dots. Weißt du was? Ich stelle jetzt erstmal die Brigade an den Dots auf.
Mach erstmal den Strom wieder an. Uiuiuiui, jetzt wird ja was. Räucherstäbchen. So, gucken wir mal. Sie macht da hinten immer die Tür auf. Immer. Was ist denn da hinten? Boah, Alter, wie eklig war das denn? Er steht hier und dann fällt es auf die Schnauze und krabbelt weg. Das ist ja furchtbar. Das heißt, wir haben Dots. Und es wäre ein Oni. Ich weiß, wir haben den Beweis mit EMF5 nicht. Aber es sieht für mich einfach so aus, als ob es EMF5 wäre. Lasst ruhig mal das Risiko eingehen. Warte mal. Da ist die UV-Lampe. Ach, weißt du was? Brauche ich nicht. Try and Error machen wir. Willst du mich eigentlich verarschen, Mädchen? Mal den Strom an. So, könntest du bitte mal durch Salz laufen? Was er gerade wieder? Hört man sie latschen. Okay. Dann latscht sie auch lang. Ich hab den Dot erwischt. Ich habe aber keine Ahnung, ob die ganzen Bilder jetzt zählen. Mal Risiko. Zack. Interaktion, Geist, Geist, Schritt, Schritt, Schritt. Einfach ins Blaue fotografiert, das ist gut. Tendiere immer noch zum Oni.
Ach komm, wir fahren mal los. Gucken, ob wir richtig liegen. Dem EMF5. Uni, super. Es war aber auch nur eine Vermutung. Stative sind voll starke Taschenlampe für Audiosender, Sanity-Pillen. Okay, Salz. Zack, und wieder leeres Geld. So ein bisschen Stündchen können wir noch spielen. Nie und nimmer Asylum. Also alleine schon mal gar nicht Asylum. Highschool hätte ich mir jetzt noch gefallen lassen, aber ansonsten... So, wir können ein paar Sachen hinzufügen. Ich mache mal sicher, jetzt haben wir nochmal einen EMF-Reader dabei. Den hätte ich jetzt vorhin ganz gut gebrauchen können. Warum auch immer. Auch mal eine Geisterbox? Nee. Oh, Licht, Videokamera. Kerzen. Kruzifix. Knicklicht. Feuerzeug. Bewegungssensoren. Parabol brauchen wir hier nicht. Fotoapparat. Salz. Sanity-Pillen. Räucherstäbchen, starke Taschenlampe, Thermometer, Stativ. Zack. Alright, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. I've also written some notes. Jennifer Jackson, Kruzifix, Zeuge, nee, mit Räucherstäbchen. Da hinten ist der Sicherungskasten. Gehen wir mal außen rum. Ah, ich habe meine... Ich habe meine Boxen angelassen. Ja. Guten Tag. Ich glaube, das war jetzt Quatsch mit außenrum. Ich habe mich mit dem Farmhaus vertan. Ja. Das war jetzt Quatsch. Mein Gott, Orientierung wie ein Buchsbaum. Ja, wir haben das Maximum an Verwirrung heute erreicht. Das ist ja genau das gleiche Farmhaus. Alter. Nee, ja, Reh. Ja, hi, Reh. Nee, Reh, ja. Verstehst mich schon, ne? Jetzt habe ich es. Orientierung ist wieder da. Logo, alles klar. Ah, das ist das. So. Hallo, Hasi. Wo ich ja auch lachen musste, es gibt ja auch ein Tankstellensimulator. Aber den finde ich... Nee. Nee, was ist das denn? Was ist das denn für ein Nupsi? Das war doch der Knochen. Gefrier? Oder was habe ich gesehen?
Ich habe Halluzinationen. Okay. Damit komme ich klar. Was war das denn mit dem Knorren? Das ist ja eine Unverschämtheit. Noch bescheuerter kann man den echt nicht verstecken. Oder spawnen lassen. Komm, ich mach mal Licht an. Auf jeden Fall, der ist echt nicht schlecht. Aber wo ich auch so lachen musste, der hatte hier den Sicherungskasten. Da muss man tatsächlich, in so einer Lagerhalle ist der riesige Sicherungskasten. Der sieht genauso aus. Wie der unsere. Also es ist das gleiche Layout. So, Geisti, wo bist du denn? Bist du oben? Mal kurz gucken. Er hat schon die ganze Zeit im Dunkeln rum. Nee, der macht gar nichts. Okay. Geist ist ruhig. Ich habe eine Tür gehört. Aber welche? Die hier ist es nicht. Hä? Ach, schon wieder? Ich hole mal das Thermometer. Angst, Angst. Oh, Anspannung habe ich gerade. Er ist irgendwo aktiv. Ist nur die Frage, wo. Ja, ich bin eine Schissbuchse. Kommt damit klar. Mann. Kaffee ist alle. Schade. Ich wollte meinen Kreislauf in Schwung bringen, obwohl er ja eh schon im Schwung ist. Auch nicht schon wieder hier. Bitte nicht. Ja, ich glaube, hier ist ganz gut, ne? Ich glaube, hier ist ganz gut. Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Kann kein Gefrier mehr werden. Komm, 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 komm. Gib mir die 5. Gib mir die 5. Dann gibst du mir nicht. Wenn ich jetzt für Finger abdrücke. Einen wunderschönen guten Morgen, Ibjorn. Ich hoffe, ich habe es irgendwie einigermaßen richtig ausgesprochen. Falls nicht, Entschuldigung. So, wir haben eine eklige Box. Und dann lasst uns mal nach Dottis gucken. Du warst gestern bei Fuchsminze, oder? Der Spruch kommt mir nämlich bekannt vor. Entweder Fuchsminze oder ich habe noch gestern Aloka Negra geguckt.
Irgendwie so. Jipp. Wusste ich doch. Ein bisschen, ein paar Sachen kann ich mir merken. So, haben wir hier einen Orb? Wir haben keinen Orb. Dafür haben wir einen rumschmeißenden Geist. Dann bleibt da drin. So. Fuchsi, ja. Ich hatte heute Morgen, glaube ich, gar nicht gestreamt, oder? Nee, ich meine nicht. Oder hat sie gerade angefangen? Ich weiß es nicht. Also wo ich angefangen habe, hat sie, glaube ich, noch nicht angefangen. Orb gucken. Mein Gott, ich werde immer so nervös. Orb gucken. Dots gucken. Jetzt haben wir's. Die streamt gerade. Ah, okay. Dann habe ich schon jemanden im Hinterkopf, wo ich hinrede gleich. Ihr Lieben. So, denn ich spiele, also wenn ich morgen spiele und ich nicht zur Arbeit muss, dann ist das immer so morgens von 6 bis 9 und wir haben Dots und das sah ja überhaupt nicht bescheiden aus. So, wir haben Box, Dots, Gespenst, Phantom, Yokai. Da muss ich, da darf ich drin ja gar nicht so viel quatschen, ne? Gespenst wäre jetzt noch EMF5. Das sieht aber bisher nicht so danach aus. Phantom und Yokai. Phantom wäre noch Fingerabdrücke und Yokai wäre Orb. Orb habe ich nicht gesehen. Und sehen wir auch nicht. Also wären es jetzt wahrscheinlich Fingerabdrücke. Kruzi nehme ich mal. Ja, okay. Räucherstäbchen, Team Event. Mache ich mal so. Und das Kruzi nehme ich schon mal mit. Vorsorglich. Ich kann auch gerne gleich woanders hin raiden, wenn ihr Vorschläge habt. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Wir haben Fingis. Alles klar. Zuck. Hier, friss das Kreuz. Nur das, was kann das kein Orb sein? Hm? Nee? Wenn ich Orb eingebe, wäre es dann ein Yokai. Dann hätten wir ein Yokai, Björn. Da wir jetzt aber Fingerabdrücke haben, ist es ein Phantom. Kein Problem. Ich blick bei diesen ganzen Dingern sowieso nicht durch. Also einige können es ja aus dem FF. Aber ich kann das überhaupt nicht. Warte mal, wie war das? Räucherstäbchen. Kriegst du jetzt noch Räucherstäbchen um die Ohren gehauen? Ich müsste noch Fotos machen, da liegt die Kamera, das ist gut. Guten Tag. So, hier. Stecken Sie sich Ihr Räucherstäbchen sonst wohin. Bitteschön. Einmal. Einfach nur so. Ich weiß nicht, ob dahinter jetzt auch ein Fingerabdruck war. So. Danke für den Link für Discord.
Dankeschön. Was wollte ich jetzt? Fingerabdrücke? Einmal? Und da hat er nicht angekrabbelt. Ja, okay. Damit kann ich leben. Kruzifix. Och. Oh, und das mit diesem Team, mit diesen Events. Das ist. Oh, ey. Boah, nee, weiß nicht. Vor allem ist das eine total bescheidene Ecke. Danke, dass du auf unseren Discord-Server gekommen bist. Ich muss dir später, das mache ich aber später, ich mache ja gleich Feierabend. Ich muss dir dann noch eine Rolle zuweisen. Aber es ist schön, dass der Link funktioniert hat. So, ich hau nämlich jetzt schon mal ab. Beweise, wir haben Phantömchen, Fotos haben wir ein paar, das passt. Achso, Interaktion mit dem. So, dann spiele ich jetzt noch eine Runde. Und, was nix da, Feierabend. Ja, nee, Feierabend ist das ja für mich nicht. Ich muss ja weiter arbeiten. Ich bin raus. Bin schon wieder raus. Egal. So, eine Runde und dann mache ich Schluss. Dann muss ich nämlich arbeiten. Wenn ihr keine anderen Vorschläge habt, schmeiße ich euch zu Fuchsminze rüber. Boah, das Richview. Ja, komm. Dann machen wir mal Richview. Ich meine, das war das blöde Haus. Dort noch ein weiteres Geisterbuch. Zwei Videokameras, zwei Kerzen, zwei Kruzifixe, zwei Knicklichter, zwei Feuerzeuge, zwei Bewegungssensoren, wobei... Ach, ich nehme mal drei mit. Mal gucken. Und dann sterbe ich jetzt wahrscheinlich. Zwei Fotoapparate und mal Salz, das... starke Taschenlampe, Thermometer, drei Stative. Ich kann... So, manchmal versuche ich das mal alles auf 30 zu kriegen. So. Oh. Ich habe es zu spät gesehen. Ach, Entschuldigung. Ich habe es zu spät gesehen. Oh, Mann. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Sorry. Ich habe es zu spät gesehen. Ne, es ist die Ekelbude. Im Keller ist natürlich der Stromkasten. In meinem Urlaub setze ich mich auch mal hin und mache als Pausen-Clip mache ich dann, gucke ich mal, ob ich alte Streams dann zusammengeschnippelt kriege mit ein paar lustigen Sachen. In einer Jagd, Zeuge Events, Kruzifix. Also alles ist wieder mit Jagd, Tod und Verderben. Warum? Warum ist immer alles Tod und Verderben? Und man sieht, ist es nicht mein Haus, weil der Zaun ist gerade. So würde ich nicht bauen. Hallo? Ich hatte die Oma schon lange nicht mehr. Das ist nicht so laut. Die ganze Zeit fliegen hier so kleine... Nein, das ist so ein Brett. Die ganze Zeit fliegen hier bei mir oben so kleine Fliegen rum. Da erschreckt man sich ja überhaupt nicht. Knochen. War jetzt hier Licht an? Nee, das sieht, glaube ich, nur so aus, weil das Licht da durchschimmert. Alles klar. Butcherbrett. Ach, schön. Das nehme ich, glaube ich, direkt mal mit.
dann brauche ich mich nämlich hier erstmal nicht kaputt suchen. Weil ich finde, dieses Haus ist so merkwürdig gebaut. Haha, das ist schon gewagt, die Entfernung. So. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Der nächste Schocker, danke! Danke für dein Follow, danke schön! Oh Gott, shocking! Björn, danke schön für dein Follow. Was ist das Master Bedroom da hinten, oder? Oh Gott! Uiuiuiui! Unser Metzgermeister, Freunde. Ich muss die Verknüpfung mit den Sound Alerts neu machen. Ich muss es verbinden. Ich hab's vergessen, weil wir haben unser Passwort und alles neu gemacht. Und das mit den Sound Alerts klappt, wenn oh, die neuen Passwörter. Ja, wenigstens hat das mit Tippi geklappt. Da bin ich ja schon mal froh. Ja, ich, oh Gott, warte mal. Wie schiebe ich dir denn jetzt deine Punkte rüber? Warte mal. War Quatsch, das ist ja, boah, das was ich ohne, ja, oh Gott, wie schiebe ich dir denn jetzt die Punkte rüber? Das ist ja Quatsch. Ich schreib's mir mal auf, dass ich mich mal damit schlau mache. Moment. Daran habe ich gar nicht gedacht mit den Sound Alerts. Oh Mann, warte mal. Also erstens. Sound Alerts neu aktivieren. Ich meine, ich habe es schon mal gesehen beim Überfliegen. Warte mal. Geht das aus OBS gar nicht raus? Ach so, ich bin jetzt gerade nicht mit Fröglhausen angemeldet. Ich hätte jetzt bei 10.000 rumgeeiert. Ja, da hätte ich aber auch ordentlich Randale gemacht. Okay, oh, und Punkte zurück an User Chat, dass man sich da mal schlau macht. Ugh, nicht übers Kabel rollen. Ach, nein. Ach. Autsch. So. Wir haben's.
So, zurück zum Spiel. Also, ich glaube, er kam von da hinten. Halt die Kamera. Ich brauche jetzt. Ferne nach Weihnachten ist mir also von daher. Also, jetzt vielleicht drei Leute, die ich immer rein kann. Ja, ich mache meistens aber auch teilweise Leute, die ich auch überhaupt nicht kenne. Da frage ich dem Chat so, worauf habt ihr Lust? Habt ihr Lust ein bisschen Phasmo? Dann gucke ich bei Twitch, wer spielt gerade Phasmo und dann werde ich da auch hin. Und meistens zu denen, die wirklich nur gerade eine kleine Zuschaueranzahl haben. Die freuen sich immer so süß. Darüber freue ich mich ja auch. Ich bin ja jetzt auch nicht gerade so eine große... Ist auch nicht gerade so eine große Zuschauerzahl. So, hat er denn... Warte mal, ich nehme mal das mit und schon mal die Box. So, Fuxi, Grubi und dich. Oh, immer lieb, danke schön. So, hat er jetzt noch Strom angelassen? Ja. So, ist das jetzt hier hinten? Ich höre Wasser. Ich habe natürlich nicht. Ich hasse dieses Haus, weil ich jetzt nicht weiß, welches Zimmer es ist. Hallo! Ich merke mir das mal. So. Wo bist du? Wo bist du? Super. Dich mache ich mal aus. Wir haben schon mal Box, das heißt kein Gefrier. Also ich schaue bei Phasma eigentlich nur dich. Ach, das ist aber lieb, Lip. Ach, warum das denn? Oh Gott, der wollte mich natzen. Blöd, Mann. So, er hat viel angegrabbelt. Oh. Habe ich gerade eine kotzende Katze gehört? Es ist nie gut, wenn man Katzen hat. Es ist komplett ruhig und du hörst ein kleines Geräusch. Das könnten die größten Katastrophen ergeben, die es je gegeben hat. Ach so, Event war das jetzt schon. Okay. Was habe ich denn jetzt? Ich habe nichts. Dann nehme ich das mit. Hä? Nee, ich muss doch... Das habe ich weggeschmissen. Genau, weil ich die Dings genommen habe. Ich glaube, wir haben echt eine kotzende Katze gerade. Ja, ist nicht so schlimm. Es rennt ja leider nicht weg. So, Fingis haben wir. Fingis. Fingis. Wir können ganz viele Fotos machen. Das ist gut. Ich glaube, Orb kann es dann gar nicht mehr sein, ne? Ich guck trotzdem mal. So, ich brauche eine Kamera, Fingerabdrücke, Phantom oder Poltergeist. Das heißt, Phantom wäre Dots und wo ist Polti? Polti ist da drunter. Buch. Hast du eigentlich schon einen Moderator? Wenn ich will, ich kenne, oder
Mit Moderatoren, die lohnen sich noch nicht, finde ich. Bisher klappt das eigentlich so ganz gut. Ach, das weißt du ja noch gar nicht. So, warte mal. Einmal kurz sammeln. Dieser Kanal Frögelhausen wird von zwei Leuten betreut. Einmal von mir, von Dagula, der Esel nennt sich bekanntlich selbst. Und von meinem Mann, den Herrn Hulgor. So, und wenn wir am Stream sind, also wenn er am Stream ist, bin ich Moderator. Also ja, wir sind halt gegenseitig auch Moderatoren, so gesehen. So, ich glaube, so kann man das ganz gut machen. Sagen, und das, weil wir noch nicht weiter größer sind, lassen wir es erstmal so. Wenn wir irgendwann größer werden, werde ich dein Angebot auf jeden Fall mit berücksichtigen, Björn. Also, na, sonst gibt es irgendwie keinen, den man länger schauen kann. Ach Gottchen, echt lieb? Ja, okay, die Miss Mickey miaut. Da muss man auch Lust drauf haben. Also ich finde, die ist so eine Phasmo-Ikone, aber die kann manchmal echt anstrengend werden. Also ich finde, Fuxi kann man sich echt länger angucken. Die liebe Fuchsminze. Wo war ich denn jetzt? Einfach mal nur Buch und Dots wieder, ne? Ja. Ich finde die Art und die Stimme wichtig. Ja, es muss halt passen. Ich kann mir auch nicht jeden angucken. Ich springe immer zwischen ruhigen Streamern und etwas mehr aufgedrehten. Und bei den etwas mehr aufgedrehten finde ich, passt die Fuchsminze echt gut dabei. Und bei den ruhigeren, da empfehle ich auch immer, oh Gott, hoffentlich ist das jetzt hier richtig. Brauchte ich überhaupt Buch? Ich habe es schon wieder vergessen. Oh Gott, das wird doch nichts. Und bei den ruhigeren empfehle ich immer sehr gerne den Rahmschnitzel und die Aloka Negra. Das sind, oh, da macht das Zuschauen noch echt viel Spaß. Buch oder, ja genau, Buch oder Dutz, genau. Ich sag dazu mal nix. Ach, komm her, Buch. Ja, 90%, das geht auch noch alles. Ich finde es auch gerade sehr nett, dass er immer das Licht anlässt. Ich muss jetzt auch irgendwann mal eine. Schreibst du ins Buch? So, wir wissen ja, es ist ja eigentlich schon der große Jockel. Ich mach mal sicherheitshalber auch noch mal so. Das ist sein Raum. Och, und er schreibt so schön in unser Poesiealbum. Das finde ich aber toll. Also so schnell wollte noch nie einer in mein Poesiealbum reinschreiben. Es wurde mir ja regelrecht aus der Hand gerissen. Also, und jetzt macht er wieder Pinkelpause, ist ja schön. Ja, ist gut. Ist doch alles gut, Junge. So, Dots brauchen wir nicht mehr. Boah, das ist aber auch alles voll in dieser kleinen Bude. Geister, Beweise, wir haben Buch. Das heißt, ein Poltergeist. Fotos haben wir kaum welche da. So. Die Kruzifixe schmeiße ich hin.
Und dann ärgern wir ihn wieder mit dem Jobbrett, würde ich sagen. Und hier bist du gespawnt, ne? Ja. Mal gucken. Ich würde gerne noch hier eins hinpacken, aber mein Inventar ist ja so klein. Der Bus ist riesengroß, aber ich kann kaum was reinpacken. Sonst noch was? Kommen Sie in Geist während einer Jagd? Ach, puh. Ich schmeiß erstmal eins schon mal hier hin. Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Oh, wie viele Fotos habe ich jetzt noch? Eins habe ich noch. Ah, okay. Wo bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Geh einmal kurz auf Nummer sicher. Ich traue der Tür gerade nicht. Ich habe noch keine Jagd gesehen heute. Das kann sein, dass du da nicht da warst. Das war im Willow House. Da hatte ich eine Jagd. Wo bist du? Hattest du deine Jagd? Ich wollte doch nur mal da auf Nummer sicher gehen. So, und so sehe ich dann jetzt auch mal was. Wo bist du? Wo bist du? Gucken. Ich brauche ein bisschen Zeit. Und ich hasse es. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Der mag nicht mehr jagen.
Schiss. Ich hab da immer so viel Schiss. Wo bist du? Er denkt sich auch, lass mich doch nicht immer das Brett benutzen. Darum mache ich gern das Licht an. Darum mache ich so gerne das Licht an. Erstens siehst du dann auch was, wo du dann hinrennst. Und zweitens siehst du dann auch, wann der aufgehört hat zu jagen. Oh. Aber wir haben's. Das war doch jetzt nochmal ein erfolgreicher Tag. So, wir haben Poltergeist auch ausgewählt. Wir haben alle Fotos voll, wir haben aber keinen Knochen gefunden. Das ist aber jetzt nicht so wild. Ich habe jetzt auch nicht so sehr nach dem Ding gesucht. Abfahrt. Tschüss, Junge. Das wäre jetzt echt noch grausam, damit du die Sachen nicht verlierst, dass du dann nochmal reingehen musst und die holst. Und hast du keine Sanity-Pillen mehr. Und dann bist du ständig gejagt. Boah, ey. So, ich würde aber sagen, das war's dann für heute. Ach, wir haben alle Nebenaufgaben. Aufträge spielen, erhalten 57-Plus-Foto, überleben sie eine Jagdphase. Ach, schön. Oh, so. Och, anstrengend, anstrengend, anstrengend. Du, den raiden kannst, ist Haskerson. Genau, Haskerson kann ich raiden. Fuchsmütze ist auch noch da. Ria ist auch noch da. So. Worauf habt ihr denn Lust? Habt ihr mehr auf Phasmo Lust? Oder wollt ihr bei der Ria ein bisschen Kunst sehen? Oder Fuchsmütze spielt? Saver of the Abyss. Ah, okay. Hier wurde sich schon Haskerson gewünscht. So, wartet mal kurz. Dafür muss ich aber nochmal, wartet mal. Einmal so machen. Einmal so. Einmal so. Anmelden. Gut, dass er es nicht gespeichert hat. Das ist sehr gut. Ach, das ist doch furchtbar. Na? Okay. Ich muss leider... Jetzt hat Steam schon wieder ein Update. So, ja, der hat das mit dem Frühgehausen-Passwort nicht richtig gespeichert. Das heißt, ich raide jetzt einfach mal. Wo ist gerade meine Maus? So, ich raide mal zu Fuchsminze, weil sie kennt mich auch unter Dagula. Und der Haskerson nicht. Deshalb habe ich es jetzt richtig gemacht. Ja. So.
Die spielt ein anderes Horrorspiel. Wenn ihr Phasmo sehen wollt, dann geht doch zum Haskerson eben drüber. Ansonsten kann ich euch noch Only Ragnar empfehlen. Und ruhigere Leute empfehle ich immer den Rahmschützen und die Aloka Negra. So, erstmal, Dankeschön, dass ihr mit dabei wart. Danke für den neuen Follow. Dankeschön, Dankeschön. Und ich guck mal wegen den Sound Alerts, dass wir das auch nochmal gewuppt kriegen. In dem Sinne, einen wunderschönen restlichen Freitag und wir sehen uns wahrscheinlich am Sonntag mit Shelterer. Bis dann. Ciao, ihr Lieben. Alle, ne?